Also das heißt, technischer Wandel hat es ja immer gegeben, Medien, Technologiewandel hat es immer gegeben. Von daher ist es im Grunde genommen keine neue Situation. Die Dynamik steigt an, glaube ich. Das heißt, die Innovationsgeschwindigkeit ist gerade sehr, sehr groß. Auch die Ökonomie, die dahinter steckt, die ja sehr, sehr machtvoll ist, treibt das natürlich voran. Das Geld sucht sozusagen Orte, um sich vermehren zu können. Also diesen ökonomischen Aspekt darf man nicht vergessen. Also da ist sehr, sehr viel Druck drin, glaube ich, jetzt im technologischen Wandel. Es kann auch sein, dass die Probleme an anderer Stelle zunehmen und so und dieser technologische Wandel dann so ein bisschen aus dem Blick gerät. Aber im Grunde genommen sollten wir daran gewöhnt sein, dass sich die Welt technisch ändert. Es ist und bleibt aber eine Riesenherausforderung, weil mit technologischem Wandel auch immer unser Selbstbild sich verändert. Also das heißt, was wir unter den Menschen verstehen, verändert sich, glaube ich, im Laufe von technologischer Entwicklung. Deswegen ist es eine große Herausforderung für den Menschen, da Schritt zu halten. Das ist nicht banal. Ich glaube, dass sich die Kompetenzen, die man braucht, um in der Welt von heute selbstbestimmt agieren zu können, extrem vielfältig und komplex geworden sind. Und dann ist es natürlich die Frage, was man denn jetzt in seiner Entwicklung oder in seiner Bildungsbiografie sozusagen wann lernen soll oder welche Kompetenzen man zu welchem Zeitpunkt entwickeln soll. Und dann geht es tatsächlich darum, was sind jetzt eigentlich die Inhalte, die wir unseren Kindern mitgeben, was sind die Inhalte, die wir den Heranwachsenden geben wollen, also den Jugendlichen, und was sind dann eigentlich dann die Inhalte und die Methoden, die wir dann in der Hochschule den Studierenden beibringen wollen. Also das heißt, man muss wahrscheinlich überdenken, was sind Bildungsinhalte, was ist der Bildungskanon. Man muss überdenken, wie man es denen beibringt. Also das heißt, so eine Praxisrelevanz auch natürlich von einem reflexiven Wissen oder diese Reflexivität mit so einer Praxisorientierung zusammenzubringen. Also es sind ganz viele verschiedene Arten, glaube ich, der Herausforderungen. Im Kern steht für mich tatsächlich diese Maßgabe, um selbstbestimmt agieren zu können, muss man eine ganze Menge können und wissen. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es wird immer so sein, dass es da Unterschiede gibt. Also es gibt immer Leute, die können eine ganze Menge und wissen viel und können eine ganze Menge und haben auch eine Verantwortung für den Bereich, den sie können. Und es wird immer Leute geben, die das alles nicht so gut können. Und um die müssen wir uns kümmern. Die Herausforderung ist natürlich, in dieser riesengroßen Wissenswelt und Informationswelt sich nicht anzugleichen an schnelle Rhythmen und an aufmerksamkeitsökonomische Perspektiven. Also das heißt, der Modus von Wissenschaft darf ruhig wissenschaftlich bleiben. Also das heißt, langsam zu agieren, tatsächlich erstmal nachzudenken, Forschung zu intensivieren, bevor man sich zu einer Sache äußert, etc. Das ist natürlich schwer, weil man als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin natürlich möchte, dass die Leute einen wahrnehmen. Ja, und Journalistinnen und Journalisten fordern sehr stark natürlich scharfe Expertisen, klare Worte, schnelle Expertisen. Die Herausforderung besteht darin, sich dem so ein bisschen zu entziehen. Das ist nicht einfach. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch die digitalen Technologien nutzen, um selber sich als einen sorgfältigen und authentisch agierenden Wissenschaftler auch darzustellen, der man ist. Und dann gelingt es, und da kann man auch solche Tools wie Twitter oder einen eigenen Blog oder einen Instagram-Account ganz gut nutzen. Es wird noch zu wenig gemacht wahrscheinlich. Also das heißt, auf der einen Seite so ein bisschen widerständig sich verhalten gegenüber digitalen Trends oder den Trends, die damit zusammenhängen, auf der anderen Seite aber auch zur eigenen Darstellung und zur Reputation auch diese Dinge nutzen. Mündigkeit in der digitalisierten Welt bedeutet für mich, dass ich die digitale Welt mitgestalten kann. Also das heißt, nicht nur passiv zu sein und zu gucken, wie kann ich das, was es da jetzt schon gibt, irgendwie möglichst geschickt nutzen, so dass es auf mich so angenehm wirkt, sondern Mündigkeit bedeutet tatsächlich für mich, in eine Handlungsfähigkeit zu kommen.
Und das bedeutet, in der digitalen Welt auch die digitale Umwelt, in der ich mich befinde, mitgestalten zu können. Also nicht nur passiver Anwender zu sein, sondern auch tatsächlich Entwickler meiner eigenen digitalen Umwelt. Und das so weitgehend wie möglich. Und das kann man natürlich zum Teil auch nur mit anderen machen. Das geht dann auch im Hinblick oder in die Richtung eines politischen Engagements für eine gute digitale Umwelt, also in Engagement für eine gute Wirtschaftspolitik oder Regulierungspolitik. Also Mündigkeit bedeutet, die digitale Umwelt selber gestalten zu können. Immer wenn man Digital Literacy sagt, dann vermeidet man so ein bisschen den klassischen deutschen Bildungsbegriff, weil der als ein wenig überhöht daherkommt. Und Literalität bedeutet im Grunde genommen sowas wie so eine Zeichenkompetenz, also eher so ein Fokus auf das, was man als Kompetenz beschreibt. Und digitale Kompetenzen in diesem Sinne sind dann natürlich die Dinge verantwortungsvoll nutzen zu können, würde ich sagen, richtig und gut nutzen zu können, also die Struktur dieser digitalen Tools zu verstehen und selber anwenden zu können. Aber für mich gehört dabei tatsächlich auch dazu, dass man sie verantwortungsvoll nutzt. Also das heißt, die Folgen des eigenen digitalen Handelns überschauen kann und diese Folgen tatsächlich einbezieht in sein eigenes Handeln. Es hat eine enorme Bedeutung, Kompetenz, weil das Teilhabe Voraussetzung ist, kompetent zu sein. Und nur durch eine Teilhabe können wir diese Welt mitgestalten und das soll jede und jeder können. Eine besondere Herausforderung ist es tatsächlich, die nicht so Privilegierten mit Medienkompetenz oder digitaler Kompetenz auszustatten. Da haben wir noch viel vor uns.